So, meine Lieben, ihr könnt sehen, hier dreckig, hier noch Klebereste dran, waren hier überall auch mit Wasser, zum Glück löslich, man weiß es, also ich wusste es auch, viel sauberer gemacht und jetzt sieht der Boden eigentlich auch schon sehr schick aus. Wie ihr sehen könnt, das Brett ist jetzt auch schon da, Füße habe ich schon ausgerichtet, Wasserwaage, check. Hier drüben kommt jetzt auch das andere Teil, wo ich wollte jetzt bloß erstmal festhalten. So sieht es oben aus, Brett wird dann oben raufgelegt, der Tisch, habe auch schon meine aus Kerbung gesägt, leider ist mir da unten das schon weggebrochen. Ich hoffe, das hält da irgendwie. Ja, wird das keine riesige Funktion haben, aber es geht ja auch um Optik. Ich habe das Stück da unten auch noch hier zu liegen, da oben liegt es. Das werde ich mir dann wieder hier hinten rechts einfach einkleben. Dann passt es. Aber ich muss jetzt mal ein Bauhaus auf jeden Fall jetzt mir 1,5 Meter lange Zuleitung besorgen, die ich hier hinpacke. Zack und zack und dann sollte das passen. Und ich hoffe, der Rechner passt da später gut hin. Aber es sollte doch kein Problem sein eigentlich. Ich glaube, ich habe ja dann immer noch, wie viel? 60 cm nach oben oder so ungefähr. Also, habe ich jetzt wollte ich eigentlich messen, habe ich viel vergessen. Man muss so viel beachten, meine Lieben, wenn man was baut, dann passt das. Und hier kommt später der Durchbruch hin, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Das passt auch ohne Probleme. Kein Thema. Also, ich bin happy. Der Tisch fast fertig. Bei den Zuleitungen drauf. Zack, Deckel rein. Acryl links und rechts ran. Und dann bin ich da erstmal finish. Das Brett werde ich noch nicht erstmal einbauen, weil ich lasse es erstmal trocknen nochmal und dann wird morgen hier diese ganze Seite erstmal nochmal schon geschliffen und gestrichen. Vielleicht heute auch nochmal schauen, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich erst morgen. Aber dann bin ich hier auf der Seite fertig und kann auch meinen PC dafür unten hinbringen. Wahrscheinlich erstmal will ich erstmal alles so hinstellen, die Monitore. Aber ich werde auch als nächstes dann auch nochmal hier wahrscheinlich Monitorhalterungen irgendwie ranknallen und hier auch daneben, damit es irgendwie hier vernünftig aussieht. Und ich hier meine 4 Monitore wieder zu stehen habe. Vielleicht wären es auch nur 3, aber eigentlich will ich schon 4 haben. 2 für den Streaming-PC und 2 für den Gaming-PC ist schon vernünftig. Aber ich glaube, ich werde einen Hochkant machen, wie es manche auch machen, so für den Chat oder was auch immer. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt.